Ja, erstmal hallo und heute wieder von meinem Lieblingsfelsen. Gibt es ja nicht in Kopenhagen, gibt es da so eine Tante, die auf dem Felsen irgendwie liegt? So komme ich mir schon bald vor. Heute eine Frage von Jürgen, auch wieder eine interessante Frage. Hallo Herr Kammer, ich habe mir vor einem Jahr von irgendwo Herr Quellmoos in den Teich eingetragen. Dieses ist in diesem Jahr regelrecht explodiert. Eine etwa ca. 20 bis 30 cm dicke Schicht auf über 1 Quadratmeter hat sich bei mir auf dem Teichboden breit gemacht. In meinem ca. 20 Quadratmeter großen Teich habe ich seither keine Algen mehr. Man sieht sogar in 2 Metern Tiefe die Schweißnähte der Folie. Kann es sein, dass dieses Moos den Algen alle Nahrung wegnimmt, gefiltert wird über einen herkömmlichen Patronenfilter? Vielen Dank für Ihre Antwort, Ihr Jürgen. Ja, lieber Jürgen, also eins halte ich finde den Effekt natürlich geil und auch schön, dass du uns schreibst, dass du das beobachtet hast. Aber ich glaube, wenn man das versuchen würde nachzustellen, wird es relativ schwierig. Eins schließe ich zumindest mal zu 100% aus, dass das Quellmoos in der Lage ist, all das, was wir hier übers Fischfutter an Nährstoffen eintragen, in Form von Eiweiß, was am Schluss Nitrat gibt am Ende der Nitrifikationskette, das Phosphat, was wir im Fischfutter brauchen, was auch die Fische brauchen, das sind also die zwei Stoffwechseldünger, die Algen brauchen, und dann natürlich noch das CO2 für die Photosynthese. Das ist ausgeschlossen. Da hättest du nicht 1 Quadratmeter mit 30 cm Dicke, da hättest du wahrscheinlich deinen Teich voller Quellmoos. Ich sage immer wieder, ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube es war beim Schwörbel-Buch, Fachbuch der, oder Handbuch der Limnologie, dass man mit einem Gramm Phosphat ist es ausreichend Dünger für 10 Kilogramm Algen in Trockenmasse. Ja, ich habe die Rechnung, glaube ich, schon oft gemacht. Jetzt sagen wir, es hat jemand einen 10.000 Liter Teich, er hat 1 Milligramm pro Liter Phosphat drin, was ja noch überhaupt nicht viel ist. Also viele Teiche haben sehr viel höhere Werte, dann sind es bei 10.000 Liter, sind es 10.000 Milligramm, das sind 10 Gramm, das wäre ausreichend Dünger für 100 Kilogramm Algen in Trockenmasse. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Quellmoos deutlich mehr braucht. Vielleicht ist es möglich, dass das Quellmoos irgendetwas abgibt, irgendeinen Stoff hat, was es für die Alge unmöglich macht zu wachsen. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass einer der natürlichsten Schnecken, oder dass man jetzt versucht, aus irgendwelchen Moossorten, man hat beobachtet, dass Schnecken an Moose nicht so sehr rangehen und dass man dann irgendwie aus dem Stoff des Mooses einen natürlichen, einen biologischen Schneckenvertreiber und Schneckenkorn, also anstatt Schneckenkorn, wie sagt man, einen Schneckenkiller, nee, Killer nicht, sondern einen Vertreiber, keine Ahnung, was das mit den Schnecken macht. Aber dass man da über den Weg dann einfach versucht hat, oder versuchen wird, oder versuchen will, das ist jetzt vielleicht 2, 3 Jahre her, wo ich das gelesen habe, da irgendwas zu tun. Vielleicht ist in dem Quellmoos irgendwas drin, was es den Algen dann in ihrem Milieu schwieriger macht. Aber in der Regel muss ich sagen, ich habe solche Effekte schon sehr, 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 sehr oft gehabt. Häufig führen es die Leute auf irgendwas zurück. Häufig hört dieser Effekt, oder in den allermeisten Fällen hört der Effekt auf plötzlich. Das funktioniert in einem Jahr, ist keine einzige Alge im Teich und plötzlich schwuppdiwupp, im nächsten Jahr explodiert sie wieder. So, und das ist eigentlich in der Regel so. Die Alge ist nicht zuletzt, was die pflanzliche Produktion im Wasser angeht, die absolute Königin, also die niedergestellten Pflanzen im Wasser, die machen über 90% der pflanzlichen Produktion aus, wohingegen auf Land ist es umgedreht, da sind es die höhergestellten Pflanzen wie Büsche, Bäume, da spielen die Flechten und so eine untergeordnete Rolle, aber im Wasser ist die Alge dominant. Und warum ist sie dominant? Weil sie sich halt so verdammt gut anpassen kann. Aber wenn ich jetzt wieder zu Hause meine 3 Teiche sehe, die eigentlich alle gleiche Bedingungen haben, gleichen Filter haben, in etwa prozentual aufs Wasservolumen den gleichen Futtereintrag haben. Die Algensituation ist in jedem anders. Ich habe in meinem mittleren Teich, da habe ich Algen gehabt, um Gottes Willen, ich habe die nicht mal mehr mit 0,5% Salz rausbekommen. Habe ich 2 Jahre gekämpft wie ein Hirsch. In den anderen beiden Teichen waren fast gar keine Algen drin. Jetzt plötzlich dieses Jahr hat sich es umgedreht, ist in dem Teich einmal aufgesalzen, als ich im Frühjahr Fische reingemacht habe, waren die Algen weg. Kamen nicht mehr wieder, das waren minimal, nicht mal ein Zentimeter langer Rasen. In den anderen Teichen haben die Algen dann wieder ein bisschen gesprießt. Also die Alge, und das ist ein Thema, wo ich mich eigentlich mit Sandra Lechleiter jetzt im Winter mal richtig intensiv mit beschäftigen möchte, um da auch mal noch mehr Informationen, zumindest das, was die Wissenschaft heute hergibt, da rauszuziehen. Aber das, was ich aus der Erfahrung her weiß, auch von vielen, vielen Kundenteilen von meinen anderen Teichen, ist es in der Tat so, diese Scheißdinger sind verdammt unberechenbar. Das kann man anders nicht sagen. Und das, was im einen Jahr funktioniert, funktioniert im anderen Jahr plötzlich nicht mehr. Auch an viele Algenvernichter gewöhnen sie sich auch, wie ich gerade gesagt habe.
das Salz, es gibt, ich bin mir sicher, es gibt eine Algenart, Fadenalgenart, die kann dieses Salz verdammt gut ab. Es sind, waren Zöpfe so dick und ewig lang. Aber in 95% der Teiche funktioniert das Aufsalzen immer und immer sehr zuverlässig. So. Aber das Quellmoos jetzt heranzuziehen als Grund, dass keine Algen mehr wachsen, vielleicht gibt es einen Effekt, möchte ich nicht abstreiten, aber ganz sicherlich nicht aufgrund der Nährstoffkonkurrenz, weil das, was wir hier an Nährstoffen eintragen, haben wir eigentlich nur eine Chance, diese Nährstoffe aus dem Wasser zu kriegen, zumindest wenn man die Endprodukte, die biologisch quasi nicht mehr abgebaut werden können oder nur noch schwer oder nur noch zäh oder nicht mehr in den Mengen, das Phosphat und Nitrat, da hilft uns eigentlich nur noch der Wasserwechsel, dass wir permanent gucken, dass wir diese Verunreinigung, diese fäkale Verunreinigung, dass wir die immer weiter runter verdünnen. So, habe fertig. Ihr kriegt jetzt noch was zu essen. Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Sie mal wieder eine Frage haben, stellen Sie sie. Vielen Dank. Ciao.